Vor 1000 Jahren ist ein schwarzer Komet vom Himmel gefallen. Es heißt, dass in ihm der Geist der großen Finsternis wohnte. Dieser besaß eine Macht, die kein Menschenwesen überlebt hätte. Verehrte Sprachwissenschaftler, die meisten sehe ich erst im Herbst wieder. Doch nun möchte ich die nach vorn bitten, die mich auf der Völkerkunde-Exkursion begleiten. Sag mal, Marina, du weißt schon, dass es schwarze Magie besitzt. Und was wäre, wenn diese andere Welt doch existiert? Mädchen, du bist bedauernswert. Sie ist eine lebende Tote und ihre Hütte steht auf einer Gruft. Die Studenten sind endlich angekommen. Das ist eine alte Geisterstadt. Willkommen in der Stadt der Toten. Das ist eine raue Gegend hier und die Sümpfe lauern überall. Ihr müsst mich nicht fürchten. Ich möchte mich nur mit euch unterhalten. Mein Name ist Sascha und ich wüsste gern, wer von euch unten im Kartumane war. Wer wo war? Unten in der Gruft. Dann sei bitte so freundlich, die Hexen am See zu besuchen. Du wirst sie nach dem Zauberspruch fragen und mir dann den Spruch weitersagen. Weißt du nicht, wer er ist? Weißt du wirklich nicht, was der Welt bevorsteht, wenn er Erfolg hat? Entscheide dich. Ich erkläre Alexander den Krieg. Die Kleine ist wirklich beeindruckend. Der Mann ist kein Sanitäter, Kostja. Wir müssen den finden, der den Schild als erster berührte. Weil sie unbedingt die Grabschänderin spielen musste. Ich bin ein Zauberer, der Sohn eines mächtigen Schamanen. Sind Dämonen und Hexen nicht denn etwa dasselbe? Stellt euch das so vor wie die Fans von zwei verfeindeten Fußballmannschaften.